Ja, liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls Part 143, wenn ich mich recht erinnere. Es ist ein ganzes Weichen her. Ja, für euch und für mich. Wir waren im Urlaub, beziehungsweise ja, ich war im Urlaub, waren in Spanien, in Salamanca und ja, nun sind wir wieder da. Was mache ich jetzt eigentlich? Wir haben jetzt drei nicht Grabesfürstenseen, sondern, wie heißen die denn? Fürstenseelen. Keine Ahnung. Fürstenseelen. Brauchen jetzt quasi nur noch eine. Und dann geht's erstmal richtig los. Nun habe ich allerdings keine richtige Ahnung, wo ich jetzt noch hin müsste. Theoretisch habe ich aber irgendwann mal gesagt, fehlen noch die vier Reiter, zwar nicht die vier Reiter, die vier Könige oder so. Four Kings. Und die müssten jetzt eigentlich noch als letzte kommen. In Neulondo. Bei Neulondo hatte ich auch noch nicht. Die Frage ist, wo ist Neulondo? Also, das ist eine gute Frage. Aber ich muss mal hier kurz rumgucken. Ich meine mich zu erinnern, dass hier noch irgendwas lag. Zumindest wurde das in den Comments erwähnt. Ansonsten porte ich mich mal hier raus, wenn jetzt hier noch nicht unbedingt was ist. Ja, hier sind die Blutflecken. Okay, dann war das nicht hier, dann ist es. Ich habe nämlich noch einen ganz guten Tipp bekommen. Die eine Seele von dem Typen, wo ich dann gestorben bin, von diesem Rachegeist, die hätte ich auch nehmen können, wenn ich neu relocked hätte, dann wäre er wieder da gewesen. Dann wäre die Leiche oben auf dem, ja, auf dem Ding gewesen. Auf dem Abhang. So habe ich die natürlich jetzt verpasst. So, wir gehen einfach mal in Arnolondo, nein, zum Feuerbahnschrein. Geben mal die Seele da. Muss ich ja jetzt eh noch machen. Also muss ich jetzt nicht. Hätte ich jetzt auch sammeln können, aber naja. So ist das. Gerade mal auf die Uhr geschaut. Diesmal am Laptop rechts neben mir, weil mein Handy aus ist. Kein Akku mehr. Scheiße. So, klopfen wir an. So, Neulondo. Oh, no. I'm fine. Das ist halt die Frage. Wo war ich jetzt noch nicht? So, also klicken wir weg. Teleportieren, ne? Very well. So. Jetzt die große Frage, ja. Müsste Neulondo, müsste doch wahrscheinlich, wenn es Neulondo ist, irgendwo in Arnolondo sein, ne? Unter Arnolondo oder hast du nicht gesehen? Irgendwie sowas. Ich habe keine Ahnung. Zunker könnte mir das jetzt wahrscheinlich sagen. Ja. Er hat mich letztens übrigens auch gefragt, ob ich mir Dark Souls für die Xbox hole. Wie sieht denn das bei euch aus? Also Dark Souls 2 übrigens, ne? Um das jetzt mal so zu sagen. So, Herrscher, wie wir es sehen, darbieten. Ja. So. Nee, ob ich mir Dark Souls 2 für die Xbox hole, dann könnte man zusammenspielen. Das ist die Frage. Weiß ich noch nicht so ganz genau. Er holt sich für die Xbox, weil sein Laptop zu schlecht ist. Allerdings wird, ja, das Spiel für PC als ja, Hauptspiel, beziehungsweise, ihr wisst schon, ich kann mich heute nicht ausdrücken irgendwie. Es wird so richtig für den PC entwickelt. Sprich, die anderen Spiele für die Konsole sind halt quasi nur Portierungen. Und das war es ja schon bei Dark Souls 1. Da ist die PC-Version halt eine Portierung gewesen. Also das, was wir spielen hier, ist die Portierung. Hatte dementsprechend viele, ja, Problemchen, kleinere Problemchen. Allerdings wurden die dann mit Patches auf dem PC halt verbessert, beziehungsweise wieder aufgehoben. Bei der Konsole ist das ein bisschen schwieriger. Das ist so, ja, die Angst, die ich habe, dass es halt auf dem PC dann doch wieder besser läuft als auf den Konsolen. Und ja, weiß ich nicht. So, wir kloppen die mal hier um. Gehen mal zum nächsten Lager Feuer. Und dann gehen wir mal eventuell schon zu Arnolondo oder nach Arnolondo. Wenn ich jetzt wüsste. Ja, wir gehen jetzt mal lang hier.
Ja, das ist die Frage. Soll ich mir das dann für die Xbox holen oder für den PC? Beim PC gibt es halt Mods, ne? Sagen wir mal, das Spiel wird jetzt grafisch irgendwie scheiße, hat wieder mal eine 720p-Begrenzung, was ja bei dem, na gut, da wird ja noch für die aktuellen Konsolen entwickelt. Von daher könnte die 720p oder 1080p, ja, 720p-Begrenzung drin sein. Auf PC könnte man das dann halt wieder durch Mods ändern und auf 1080p anheben. Hm. Das hat man Angst. Sieht halt dann nicht ganz so schick aus, ne? Auf der Konsole. Ja. Ist halt die Frage. Irgendwelche Leute, die ich kenne, werden es wahrscheinlich dann eher für die Konsolen kaufen. Ich weiß es nicht. Bin mir da echt ein bisschen. Ich bin ein bisschen unschlüssig. Könnt ihr ja mal in die Comments schreiben, die ihr das spielen werdet, wahrscheinlich. Gerade Slav oder ja, Akino Marvel. Das wären ja eigentlich so gut wie alle Spiele, die ja zugucken, ne? Nehme ich mal an. Von daher schreibt mal in die Comments. Würde mich mal interessieren, für welche Konsole ihr das holen werdet. Ist ja noch ein bisschen Zeit hin. So ist es ja nicht. Kommt ja jetzt höchstwahrscheinlich im März dann erst raus. Auch wenn es vorher mal ein bisschen vorverlegt wurde. Im März soll es wohl recht fein sein. Leider noch ein ganzes Stück hin. Aber, naja, müssen wir mit leben, ne? So ist das nun mal. So, Anno Londo. Ja, Altar des Grabes Fürsten, da waren wir schon. Stadt. Hier muss ich übrigens auch nochmal hin, bei der Stadt Olasheil. Das habe ich aber in den Comments schon geschrieben. Ich habe ja im Vorhinein viel aufgenommen und wusste dann nicht so richtig mit dem Drachen was anzufangen. Slev hat das, glaube ich, geschrieben. Ich müsste noch in der Stadt Olasheil, die ich halt nicht ganz komplett erkundet habe, da müsste ich dann noch einen Schlüssel holen, den ich dann halt vergessen habe, um den Drachen dann freizuschalten, so richtig. Sprich, das machen wir dann vor Quinn nochmal. Ich suche jetzt erstmal die letzte Fürstenseele und begebe mich dann nochmal in den DLC, um den Drachen zu machen. Und dann ist erst Quinn dran. So, um das jetzt schon mal klarzustellen, nicht, dass ich das vergesse zu sagen und beziehungsweise auch vergessen zu machen. Ja, das ist eine gute Sache jetzt hier. Alter Falter. Sag mir mal, wohin ich muss. Ich schreibe gleich Slav an, oder? Keine Ahnung, Zunko. Kann ja nicht sein. Ich überlege gerade echt, wo wir noch nicht waren. Wo waren wir noch nicht? Es gab eine Stelle, wo wir noch nicht waren. Die Frage ist jetzt... Ja, jetzt müssen wir warten. Geht's da weiter? Oder... ist da jetzt Ende? Ihr wisst wahrscheinlich, dass bei den Gräbern... Warte mal, nee, könnten wir jetzt nicht teleportieren, weil das Ding ja aus ist, dann muss ich hinlaufen. Ja, geil. Alles schön. Hätte ich mal die ganzen Viecher nicht getötet. Wo damals stand, ihr müsst... Oder probierst mit Ringen oder so. Bei dieser Grabstätte hier unten. Keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das so ganz gut erklären kann, damit ihr das wisst. Oder wisst, was ich meine. Keine Ahnung so. Ja, geil. Das ist nämlich auch nicht hier. Ach Gott, ey. Das ist jetzt ein bisschen kacke. Weil jetzt muss ich wieder hier lang laufen. So, mal gucken, ob das hier so wird. Ich bin nämlich ein bisschen unruhig heute. Ja, ich muss mir übrigens nochmal von meiner Reise erzählen. Wir waren ja in Spanien, Salamanca. Diesmal sind wir allerdings nicht von Berlin ausgeflogen. Was ja an sich der kürzeste Weg von uns wäre. Also sprich Halle, Berlin ist eine Stunde. Und dann halt da fliegen bis nach Madrid, was 2,5 Stunden sind. Ich sag bloß, meine Waffe ist vielleicht kaputt. Ich gucke immer an. Ewig nicht repariert. Und ja, diesmal haben wir es anders gemacht. Das wäre halt irgendwie, keine Ahnung. Berlin eine Stunde, dann da 2 Stunden früher da sein. Naja, sagen wir mal 3 Stunden fliegen. Was dann dementsprechend 6 Stunden wären. Und dann in Salamanca, beziehungsweise in Madrid, noch 2,5 Stunden mit dem Bus nach Salamanca, was letztendlich 8,5 Stunden wären. Was an sich schon eine ganze stolze... Scheiße. Eine ganz stolze Sache ist. Nein, wir haben es diesmal so gemacht. Wir sind von Halle aus nach, keine Ahnung, Krefeld gefahren, glaube ich.
von Grefeld nach, ja, keine Ahnung, irgendwelche komischen Zwischenstationen und letztendlich dann bis nach Düsseldorf durchgefahren. Dreimal umsteigen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und ja, das hat allein 7 Stunden gedauert. 7 Stunden. Wir müssen 2 Stunden vorher am Flughafen sein, also 2 Stunden da nochmal warten. Dann 2 Stunden fliegen, das ging ein bisschen schneller von Düsseldorf aus. Mit Ryanair, ein extrem schlechter, ja, eine extrem schlechte Fluggesellschaft, wenn ich das mal so sagen darf. So, Thunderdome. Und da hatten wir dann quasi 11 Stunden schon auf dem Tacho. Ja, dann in Madrid mussten wir noch 2 Stunden warten. Ja, knapp 2 Stunden müssen es gewesen sein. 13 Stunden wären das dann und nochmal 2,5 Stunden nach Salamanca, was 15 Stunden wären oder 15,5 Stunden. Alter, das war, das glaubt ihr mir gar nicht, das war echt eine Tortur. War schon hart. Auf dem Rückzug war es dann noch ein bisschen krasser. Da mussten wir dann noch 5 Stunden auf dem Flughafen in Düsseldorf warten, weil um 12 Uhr bis um 5 Uhr morgens kein Zug da fährt, beziehungsweise kein Bus von da wegfährt. Sprich, da konnten wir nicht weiterfahren. Das war aber vorher schon so, das hatten wir gewusst oder das haben wir gewusst. Ja, sprich, nochmal 5 Stunden obendrauf. Dass wir einfach mal gute 22 Stunden unterwegs waren, war ein Spaß. War wahnsinnig. Aber wir sind alle gut angekommen, es hat eigentlich alles ganz gut geklappt. Ja, keine größeren Vorkommnisse, kann man sagen. Es war halt sehr, sehr anstrengend. Aber so ist es nun mal, ne? So, kommt jetzt nicht höher. Okay. Okay. So. Jetzt müssten wir das mal so machen. So mal. Ja, genau. So, dann gehen wir runter. Und dann gucke ich mal da unten, wie es da mit dem Weg vielleicht da aussieht. Ansonsten muss ich halt mal fragen. Sonst gucke ich hier jetzt noch ewig rum, wie es jetzt weitergeht. Aber naja, dann langsam, so ganz langsam, nähert sich ja Dark Souls dem Ende. Eigentlich schon krass. Das hat mich jetzt so ein halbes Jahr mittlerweile schon echt begleitet. Ein halbes Jahr. Also, krass. Es werden jetzt bestimmt noch ein paar Folgen werden, so ist es nicht. Also, ich denke jetzt nicht, das ist jetzt in 3, 4 Folgen vorbei. Nee, um Gottes Willen, so ist es nicht. Aber ich sag mal so, es dauert jetzt nicht mehr bis März, bis Dark Souls 2 kommt. Ich habe schon echt überlegt, ob ich dann Demon's Souls machen werde. Habe ich bestimmt schon das ein oder andere Mal hier angesprochen. Zur Hölle. Wo war denn das? Wie ging das da runter? Keine Ahnung. Nee, ich habe echt schon überlegt, ob ich mir mal noch Demon's Souls antun soll. Oder euch das weglasse. Geht's noch weiter runter eigentlich? Ah, es geht noch weiter runter, okay. Okay. Ach so. Ja, so war das. Ich dachte, wir sind schon auf der Erhöhung, wo es nach unten geht. Aber das war jetzt doch nicht so der Fall. So, jetzt müsste es nämlich eigentlich da zum Grab gehen. Aha. Habe ich jetzt irgendwie einen Fehler gemacht, dass ich das einmal in die falsche Richtung gedreht habe? Kann sein, ne? Ich bin auch echt, ich bin noch nicht so ganz drin in Dark Souls. Es ist warm. Okay, in Spanien war es wärmer, aber nichtsdestotrotz ist es hier warm. Es ist halt eine andere Wärme. So. Jetzt geht's noch weiter runter. Jetzt müsste es doch eigentlich langsam mal hinhauen, ne?
Vorrichtung bewegt sich nicht. Vorwägung berichtet sich nicht, ja. Jetzt aber. Jetzt muss es doch langsam mal unten sein. Ich habe das jetzt bestimmt dreimal oder zweimal in die falsche Richtung gedreht. Ja, genau. Ah, leck mich doch am Arsch, ey. So. Vielleicht öffnet sich ja hier irgendwas. Lügner. So, Hebel ziehen. Vorrichtung bewegt sich nicht. Brauchst Menschlichkeit. Brauchst Ring. Okay. Jetzt gucken wir mal durch, was wir für Ringe haben. Gewehren zu sehr Finstermond, Seance gehört zu sehr Zauberei. Ring, das war glaube ich hier Ring der Sonnenprinzessin. Okay, keine Ahnung. Ich frage einfach mal Slev, wie das hier so richtig vonstatten geht, oder beziehungsweise jemand, der da ist. Ich keine Ahnung, müssen wir mal sehen. Und dann sehen wir uns gleich wieder bei Let's Play Dark Souls Part 144. Auf jeden Fall irgendwas eine 100 plus, irgendwie so. Ja, wir sind morgen wieder 18.30 Uhr, jetzt wieder täglich. Wir sind zurück aus dem Urlaub. Es geht weiter. Macht's gut. Ciao, ciao.